Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch in voller Auffahrt mit von Gameplays als Hobby. Und ja, letzten Dreierkampffolge haben wir alle drei Kämpfe gewonnen. Und wir schauen jetzt mal, wie es mit den nächsten drei hier passiert. Neue Herausforderung. Wen haben wir? Owen aus England mit 21 Siegen. Fürchte mich, sagt er. Im Vulkanfoss. Warum eigentlich immer Carrie? Wer ist Carrie? Ich kenne keine Carrie. Okay, bitte warten. Ich bin auch in voller Euphorie. Schnauze! Meine Güte! Warum können die meisten Leute immer nur dieselben Attacken? Großartig. 1-0. Also ich persönlich, ich finde die Abwechslung macht's von den Attacken her, weil dann kann sich der Gegenüber nicht so wirklich immer auf alles Mögliche einstellen, weil man immer wieder was anderes macht. Wenn man immer nur dasselbe macht, kann der Gegner sich irgendwann drauf einstellen und das ist natürlich nicht so gut. Meine Güte. Jetzt werde ich aber sauer hier. Na gut, dann halt so. Erwischt. Sehr schön, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Gut gemacht, Knackrack. Okay, Owen. Ich hoffe, du hast dir den Teil angeguckt und hast mich verstanden. Also abwechslungsreiche Attacken, bitte. Aufstiegsrunde? Eine Aufstiegsrunde naht? Sehe ich richtig? Okay, ja cool. Schauen wir mal. Der vierte Kampf so gesehen in der Folge, den wir gewonnen haben. Nächster Kampf lässt nicht auf sich warten, hoffentlich. Mal schauen, was da auf uns zukommt. Ein Kommkampf. Die Bunkel kann ich ja überhaupt nicht leiden. Zum Glück spielt ihn kaum jemand. Juhu, neue Herausforderung. Alessio, ey, aus Deutschland. Ah, guten Tag. Heute ist mein Tag. Okay, schauen wir mal. 6 Siege mit Mewtwo. Und mal wieder die Kampfstätte Vulkanfoss. Und er sieht nach Alola aus.
Ja, also Alessio, willkommen auf YouTube. So nett, mein Freund. Und so eigentlich auch nicht. Oh, es hängt. Warum hängt das? Okay, Alessio, du brauchst, glaube ich, auch noch ein bisschen Übung. Und vor allem, zu dir sage ich es jetzt auch, die anderen verstehen mich ja nicht, aber du auf jeden Fall, du kommst ja aus Deutschland. Abwechslungsreiche Attacken machen, sonst kann man sich immer darauf einstellen, was der Gegner macht. Und dann kann man Schaden verteilen. Okay, Alessio, also du brauchst wahrscheinlich auch noch ein bisschen Übung. Also fass es nicht böse auf oder sowas, aber... Ich meine, ich bin jetzt auch, ich glaube, keine Ahnung, wie viele Ränge über dir. Ist klar, dass du da jetzt verloren hast. Ich meine, das Beispiel hatte ich bei mir bei der vorletzten Aufnahme, glaube ich, auch. Gegen jemanden, der da auf Gruppe A5 war. Der hat mich dermaßen von niedergemacht. Allerdings langweilig niedergemacht. Und, ja, du bist noch besser. Bleib dabei, üb noch weiter und wie gesagt, abwechslungsreiche Attacken. Ich sag, kannst du immer wieder sagen. Okay. Ich glaube, einen Kampf haben wir noch vor uns, ne? Sehr schön. Fünfter Kampf in Folge gewonnen. Unfassbar, ist das echt? Kann mich irgendjemand kneifen? Roblox Broyo. Siege 34 aus England mit Mewtwo. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo wir kämpfen. Los, Knackrack. Zeig, was in dir steckt. Ein Bodenhai. So, noch ein Mewtwo. Mal gucken, was der so macht. Nur nicht zu nah kommen. Das ist natürlich die andere Seite, ne? Wenn man immer nur Fernkampf macht, ist es langweilig. Der Kampf an sich, finde ich. Aber wenn man da mal näher dran kommt, wird es auch gefährlich. Oh. Bin, glaube ich, gerade, genau, in die Luft gesprungen. Na, das Ding lässt sich nicht kontern. Das aber schon.
macht dann natürlich auch wieder nur dasselbe. Geht doch. Okay. Jeder noch ein KP, so ein bisschen Golden Heap. Ja, wie geil ist das denn? So gesehen 6 Kämpfe hintereinander jetzt gewonnen. Aufstiegsrunde naht. Hey, hey, hey. D1. Da waren wir schon einmal, vor einem halben Jahr oder so. Okay, ein halbes Jahr glaube ich nicht. Das ist ein bisschen... nicht, auf jeden Fall nicht allzu lang her, aber... mal schauen, ob er da mal irgendwie immer wieder herkommt. Okay, wunderbar. Die nächsten 3 Kämpfer in Folge gewonnen, in einer Folge. Das freut mich. Hey, mein Schatten sieht fast aus wie ein Hund, der einen Ball auf der Nase balanciert. Ist euch das mal aufgefallen? Okay, das war Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit von Löher Gameplays als Hobby auf Hochfahrt oder so. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen hier bisher, ja. Und ihr dürft mir das auch gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und vielleicht kämpfen wir dann auch das nächste Mal irgendwann gegen GP Player, ein Abonnent von mir. Weil der wollte mein Freundschaftscode, ich habe ihm das gegeben und er wollte nämlich mal gern gegen mich kämpfen. Werden wir natürlich hier dann auch sehen, ne? Okay. Auf jeden Fall viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und auf Wiedersehen. Tschüss.